Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Stream, so etwas wie eine persönliche Erklärung zum Abstimmungsverhalten in der Zukunft. Ich mit meinem Piratenherz und meinem Piratenkörper fühle nämlich eine Sache ganz stark, die hier überhaupt noch nicht angesprochen ist. Bildung sollte eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe sein. Bildung ist es die Schule. Die Schule ist kostenfrei. So. Und es gilt dann auch konsequent für die Universität und es gilt auch konsequent für die Kindergartenzeit. So, das ist meine persönliche Überzeugung. Ich bin mir absolut sicher, und ich habe ja auch verstanden, dass das der Stadtrat allein nicht schaffen kann. Aber es ist ja vielleicht wichtig, dass wir das mal auch in unserem Kopf haben. Denn all das, was wir hier zum Teil gehört haben, die Eltern zahlen gerne für gute Bildung ihrer Kinder oder die kein Geld haben, die sind ja ausgenommen. Mein Gott, das könnten wir ja auch auf die Schule übertragen. Ja, wir zahlen hier als Stadt ewig viele Millionen jedes Jahr für die Schule. Warum sagen wir nicht, oh ja, da könnten die Eltern doch auch mal ein bisschen beitragen, dann wären die Schulen ein bisschen schöner. Machen wir nicht, weil bei den Schulen haben wir uns gesamtgesellschaftlich darauf geeinigt, dass Schulgeld blöd ist. So, und genauso möchte ich das in einer mittelfristigen Zukunft, dass es auch bei den Universitäten so bleibt oder so wird oder so ist und auch bei den Kindertagesstätten. Dankeschön.